Krass, und jetzt ist sie hier schon so alt. Ich frage mich, was jetzt überhaupt noch kommen kann. Und wir verstehen immer noch nicht das Rätsel von vorher. Also es macht immer noch nicht groß alles einen Sinn. Wir haben einfach nur ihre Hintergrundgeschichte erfahren, ne? Lynri, alles ist bereit für die morgige Präsentation. Die Tests verliefen alle ohne Probleme. Tolle Arbeit, Al. Du solltest dich etwas ausruhen. Sie werden morgen früh hier sein. Du arbeitest noch? Ja, ein weiterer Test schadet nie. Da kann ich nicht widersprechen. Okay. Das sieht irgendwie cool aus. Initialisierung. Willkommen zurück, Doktor. System, führe einen Stresstest über künstliche Speicherkonvergenz durch. Bitte wähle Testprüfeinheit. Durchsuche Speicher für Schnee. Warte, da. Geh zurück. Das sind ihre Erinnerungen, ne? Das muss ganz schön wehtun, das nochmal alles zu sehen. Wenn man weiß, wie das alles ausgeht, ne? Ist das jetzt die Rückschleife? Auswahl der Einheit bestätigt. Persönlichkeit und Eigenschaften beibehalten? Ja. Extrapolierte Erinnerungen behalten? Nein, verwende generische Erinnerungen. Bitte Erinnerungseinstellungen für das künstliche Einsetzen auswählen. Das spielt keine Rolle. Wähl eins für mich aus. Ist das jetzt der eigentliche Quincy? Erinnerung geladen. Aufenthalt auf Hugh Heines Anwesen. Das ist in Ordnung. Also hat sie ihn, die Erinnerung aus der Erinnerung, hier reinbeschafft, seine Persönlichkeit beibehalten, aber seine Erinnerung sozusagen ersetzt. Und wir sind jetzt dieser Quincy, sozusagen. Das habe ich jetzt soweit verstanden. Und sie hat sich da in ihre Jugendform sozusagen gemacht. Okay. Jetzt wissen wir wenigstens, wo wir sind. Initiieren der fremden Einheit zur Erinnerungseinstellung. Aktivieren der Einheit in 3. 2, 1. Also mit anderen Worten sind wir jetzt nochmal dieser Test, bevor sie sozusagen dieses Gerät vorstellt, ne? Oh.
Okay. Ich habe irgendwie mir was Größeres erhofft, ich weiß es nicht. Aber ja, anscheinend sind wir wirklich nur so ein Testobjekt gerade. Wenn ich das richtig verstanden habe, ja. Und wir sehen uns nochmal von der Seite. Das Testobjekt sieht das Testobjekt. Also langsam ist mir das richtig heftig Inception-mäßig. Ach, sind wir jetzt fertig? Ja. Jetzt sind wir ja da angekommen, wo wir am Anfang angefangen haben. So, du hast das Ende erreicht. Bist du eigentlich... Ja, tatsächlich, sie ist die alte Linri. Ich weiß, dass du noch mehr Fragen hast, aber... Ich habe eine brisante Theorie, die deine Hilfe beim Testen benötigt. Würdest du mit mir zurück zur Villa kommen? Ich habe nicht wirklich eine Wahl, oder? Tja, aber wozu? Und, ach, das ist alles, ja, wirklich noch zu viele Fragen, die offen sind. Akt Nummer 3. Unten. Was denn? Ich meine, was ist es denn nicht? Hä? Aber zum einen versuche ich mich wohl immer noch daran zu gewöhnen, dass du dein wahres Ich bist. Hey, ich habe das nicht böse gemeint. Und selbst dann, warum interessiert es dich überhaupt, was ich denke? Unten. Aha. Wow. Sie scheint beschäftigt zu sein. Vielleicht könnte ich zuerst etwas herumschleichen. Ansprechen? Nicht jetzt. Nicht jetzt. Schauen wir uns das Ganze erstmal an. Einheit deaktiviert. Einheit deaktiviert. Ach so, ich kann jetzt alle deaktivieren. Mache ich das mal. Ich habe Spaß dran. Endlich mal was, ja, Sinnloses machen. Ohne irgendwelche traurigen Geschichten, die mich zum Heulen bringen. Ach ja. Hat sich hier was verändert? Wahrscheinlich nicht, ne? Hier ist immer noch diese komische Maschine. Da kann ich gar nicht lang. Ein staubfreier Billardtisch. Nee, da komme ich jetzt auch nicht runter. Aber ich denke mal, es macht ja nicht groß Sinn, hier rumzurennen. Wir haben ja alles schon 10-mal gesehen. Dann sprechen wir sie jetzt an. Hey, es ist fast fertig. Was ist los? Und was ist das alles? Ich habe einen Batch-Testfall zusammengestellt, um auf bestimmte Verdächtigungen zu prüfen. Es war so gut wie fertig, aber du warst zu früh weg. Zu früh? Es hat sich angefühlt, als wäre ich da eine ganze Zeit lang drin gewesen. Du warst in einem separaten Datenstrom, wo Zeit anders erlebt wird. Es waren hier nur ein paar Minuten. Kompilation fortsetzen 67%. Eigentlich, während wir warten, habe ich eine Frage an dich. An mich? Ja. Angesichts dessen, was du gesehen hast. Angesichts dessen, was du gesehen hast, bin ich eine schlimme, egoistische Person? Schwierige Frage. Ja, aber oder nein, aber? Ja, seien wir nett, sagen wir erstmal nein, aber, oder? Ja, oder?
Oh, ich weiß es nicht. Ich finde das nicht angemessen zu sagen. Ich meine, ich kann nicht sagen, dass du alles richtig gemacht hast, aber ich weiß nicht, wie viele Leute es tun könnten, wenn sie tatsächlich in deinen Schuhen stecken würden. Aber egoistisch, ich nehme es an. Quincy war nicht gerade altruistisch, aber er schien wirklich sein Bestes zu geben, um dein Glück über alles andere zu stellen. Ja, das ist wahr. Sie hat ja wirklich sich immer selber vorgezogen, ne? Und immer nur das gemacht, was sie wollte. Lunri? Zusammenstellen 72%. Ich verstehe. Nun, wir haben noch Zeit, also ich werde den Gefallen erwidern. Gibt es irgendwas, was du mich fragen willst? Warum? Hm? Warum kümmert es sich überhaupt, was ich denke? Ich meine, wenn ich bin, was ich bin, warum redest du überhaupt mit mir, als ob es wirklich er wäre? Ja, stimmt, er ist ja einfach nur so eine Kopie, ne? Weil ich deine Glaubwürdigkeit testen soll, das ist alles. Aha. Oh, voll nett. Ist dies so? Zusammenstellen 76%. Nun, möchtest du eine aktuelle Frage stellen, solange noch Zeit ist? Ja, stellen wir mal. Waschbeckenzeitreise, Morde, Lundri verdoppeln, Meer, Zeittunnelraum, der wahre Quincy. Quincy, genau. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, wenn ich frage, aber am Ende dieser Montage sind einige Jahre vergangen. Was geschah mit mir? Ich meine, Quincy. Ja, das will ich auch wissen. Was ist mit ihm passiert? Ich weiß es nicht. Oh, du weißt es nicht? Nein, es ist viele Jahre her, dass wir uns unterhalten haben. Nachdem alles geschah, gingen wir unsere eigenen Wege. Aua. Oder vielleicht, um es genauer auszudrücken, war ich es. Zusammenstellen 82%. Oh. Also, ihr wart wirklich zu zweit vorhin in dieser Villa? Nun, beim ersten Durchlauf habe ich diese Erinnerung, die direkte Kontrolle über mein Selbst übernommen, also gab es nur eine. Aber bei den Resets nach dem Mord musste ich diese auskundschaften und debuggen, also habe ich ein weiteres Mich hervorgebracht. Du konntest mich nur sehen, weil wir beide vom ersten Spawn vor einem Reset da waren. Aha, als ob ich was verstanden habe. Also ja, ich und mein anderes Ich. Zusammenstellen 88%. Es ist fast fertig, wir haben noch Zeit für weitere Fragen. Dann fragen wir mal nach dem Zeittunnelraum. Dieser Raum oben, in den du mich geschickt hattest, was ist so speziell daran? Ich war in all meinen Jahren hier einfach noch nie in diesem speziellen Raum, das ist alles. Toll. Da dieser Ort auf meine Erinnerungen basiert, ist da nur ein leerer Raum darin, also habe ich ihn benutzt. Mhm. Ehrlich gesagt, es gibt noch eine Menge Probleme mit der Sanierung. Das Äußere scheint auf einer neueren Erinnerung zu basieren als die des Inneren zum Beispiel. Es ist noch viel Arbeit zu leisten. Zusammenstellen 94%. Eine letzte Frage und wir starten. Dann fragen wir sie mal nach den Morden, würde ich sagen. Also, was ist mit den Morden, die hier passieren? Ich meine, diese Simulation basiert auf deiner Erinnerung, richtig? Wie kommt es, dass ich sie in den Rückblenden nicht gesehen habe? Weil die Morde nie geschahen. Was? Wie jetzt? Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass es passiert ist. Hey, was seltsam ist, weil es in dieser Simulation meiner Erinnerung nach unvermeidlich zu sein scheint. Hast du herausgefunden, warum? Noch nicht, aber mit dem, was ich einrichte. Ich fürchte, ich bin dabei. Zusammenstellung 100%.
Okay, es ist bereit. Ich habe eine Reihe von Testszenarien mit bestimmten Variablen vorbereitet. Besonders der Standort von Dr. Heines und Dr. Yu und ihre Absicht. Was dich betrifft, du wirst mein Beobachter sein. Beobachter? Genau, alles, was du machen musst, ist in die Räume zu gehen und dich umzusehen. Das klingt einfach. Schau dich um, um zu sehen, ob sie tot sind. Das ist einfach, aber weniger ansprechend. Dient der Wissenschaft. Oh, na dann, yay. In der Tat, bist du bereit? Ja, auf jeden Fall. Super, jetzt kontrolliere das Bad. Das Bad? Ja, ich habe sie zuerst dort aufgefüllt. Kannst du nicht? Das Bad ist wie das einzige Heiligtum, welches ich noch hatte. Alles gut, ich werde alles beobachten und hier draußen warten. Nebenbei gesagt, du musst lernen, aus deiner Komfortzone auszubrechen. Oh, wir waren bereits weit über dem Konzept der Komfortzone hinaus. Na dann laufen wir mal rein. Da sind die beiden. Scheint alles in Ordnung zu sein, ne? Ich sehe sie. Gut, jetzt kommen da wieder raus. Okay. Dann laufen wir wieder raus. Also, lebendig oder tot? Am Leben, denke ich. Sie bewegen sich nicht, geschweige reagieren. Ja, ich habe sie auf eine andere Ebene gelegt. Okay, geh jetzt noch ein paar Mal rein und raus und melde ihren Status. Alles klar. Wieso waren die auf einmal hier vorne? Ein bisschen gruselig. Aber sie leben noch, das ist ja das Wichtigste. Jetzt? Noch am Leben, aber sie sind näher. Oh, das war ich, sorry. Hab sie aus Bequemlichkeit verschoben. Alles klar. Mach weiter, los. Oh. Oh, piep. Linri. Tot, Linri, sie sind tot. Ach, bist du sicher? Ja. Das könnte schlecht sein. Es ist schlecht, sie sind tot. Okay, ich logge mich eben aus und hole Dr. Kim und frage ihn um Hilfe. Kontrolliere einfach die anderen Räume, während ich weg bin, okay? Warte, du lässt mich hier alleine, um nach weiteren Leichen zu suchen? Wo ist das Problem? Du hast bisher weitaus Schlimmeres als das gesehen. Außerdem, du weißt doch, dass sie nicht real sind. Ich weiß, ich bin nicht real. Ich meine, in Bezug auf Realität sind sie genauso echt wie ich. Ja, das ist ein Argument. Gutes Argument. Okay, dann hier. Ach, die Katze. Was ist das? Ach, süß. Dein Bodyguard. Oh, das gefällt mir. Mein Bodyguard? Ja, er beschützt dich. Wie süß. Okay, ich bin bald zurück. Viel Glück. Warte. Sag mir, beschützt du mich wirklich? Oh, süß. Du beschützt mich nicht. Was zum? Ich bin das System. Ui. Oh, ich habe dich in ihren Erinnerungen gesehen. Gut, System überwacht Quincy, während Linry weg ist. Tust du jetzt? Ich nehme an, ich habe gerade eine riesige sprechende Schallwelle als Babysitter. Habe keine Angst, dies ist nicht meine endgültige Form. Schau, eine Form, welche du verstehen kannst.
In der Tat. Reisbot war buchstäblich der holprige Anfang meiner AI. Aber jetzt bin ich viel mehr. Ich bin der Schöpfer der Welten und Koch von Reis. Probiere meinen Reis. Probiere ihn. Okay. Holy Piep. Das ist der geschmackvollste Reis, den ich je gegessen habe. Wie kann etwas so gut schmecken? Niemand weiß es. Ich muss es wissen. Es gibt keinen Weg, dies herauszufinden. Aber wenn Quincy die Mission beendet, ist die Belohnung mehr Reis. Auf was warten wir denn noch? Los, finde sie. Reisbot ist der Gruppe beigetreten. Oh, ja, du kannst auch dazukommen. Katze ist der Gruppe beigetreten. Jetzt lass uns weitermachen. Zur Partyhalle, die Küche und das Arbeitszimmer. Wiederholen, bis sie sterben. Herrlich. Das sollte man besser ausdrücken. Ich will mal kurz im Menü gucken. Oh, wie cool, wir haben die alle dabei. Klasse.